Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Guide bzw. Tutorial bezüglich Minenhotspots. Ja, ich führe diese Reihe fort. Ich habe zu meinem ersten Video eine Menge Feedback von euch bekommen. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe mich dem angenommen, habe auch einige Kritikpunkte, die mir aufgefallen sind, geändert. Und wie das jetzt wird, das seht ihr auf der Karte Savat 311 und ich erzähle vielleicht nach dem Video noch was, aber jetzt geht's erstmal los. Keep exploding! Und da finden wir uns auch erst einmal auf dem Testgelände wieder. Ich werde euch jetzt nicht jede einzelne Mine bei jedem einzelnen Fahrzeug vorführen und zeigen, wie ich die Mine hinlege, wie ich ein- und aussteige, sondern ich kann euch mal kurz das Prozedere erklären. Die M15AT-Mine habe ich auf den Boden gelegt, das Fahrzeug drüber geschoben und dann mit der Granate zum Explodieren gebracht. Bei den schwer gepanzerten Fahrzeugen hat die Granate keinen zusätzlichen Schaden verursacht, sodass das Ergebnis verfälscht wurde. Bei den kleineren Fahrzeugen habe ich die Mine hingelegt und dann einfach ohne mich das Fahrzeug drüber rollen lassen, sodass es hochging, um genaue Messergebnisse zu erhalten. Und die M2 Slam habe ich dann ans Fahrzeug gepappt und mit der Waffe draufgeschossen und natürlich verursacht auch die Kugel keinen Schaden bei den Fahrzeugen. Und dazu werde ich euch jetzt einfach eine Übersicht einblenden, wo ihr alle Schadenswerte von den einzelnen Minen ablesen könnt. Was wir dieser Übersicht entnehmen können, ist zum einen, dass ein Exemplar von der AT und von der Slam ausreicht, um so ein Fahrzeug in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Und die schwer gepanzerten Fahrzeuge brauchen nur zwei AT-Minen, damit die komplett explodieren. Von den Slams sollten es dann doch schon drei sein, denn wir wollen ja sicher gehen, dass das Fahrzeug nicht mehr weiterfährt und dass der Insasse stirbt. Und genug von der Theorie, jetzt heißt es ab an die Praxis und wir begeben uns aufs Schlachtfeld Savat 311. Bitte übernehmen Sie! Vielen Dank ans Studio. Und damit werden wir uns jetzt von Foxtrot zu Alpha vorarbeiten und den Anfang macht die M2 Slam. Diese platzieren wir hier in dieser Auffahrt zu Foxtrot, am besten im Schatten und dann ist es eine super Gelegenheit. Und da sind wir bei dieser Zufahrt zur Basis. Neben Foxtrot ist zwar etwas gemein, aber es heißt nicht umsonst Augen auf im Straßenverkehr. Wieder im Schatten platzieren und dann sollte das auch gut gehen. Und da sind wir auch schon bei Echo. Hier sollten wir die Slams innerhalb der Gleise platzieren. Etwas Sichtkontakt besteht natürlich noch, aber die sind auch ganz gut getarnt und von daher kann ich diesen Platz empfehlen. Nun sind wir im Wald links neben Echo angelangt und das gilt allgemein für die Stellen im Wald. Die Slams nur auf den Schatten platzieren und jetzt sehen wir auch mal, in welchen Abstand wir in die etwa legen sollen, damit alle drei Minen ausgelöst werden, beziehungsweise eine Mine die andere mit auslöst, wenn das Fahrzeug nur sich einer Mine nähert. Und was ich euch noch zeigen kann, die Slams auch in Kuhlen zu platzieren. Hier sollen wir die Slams knapp unterhalb des Randes legen, damit der Fahrer diese nicht einsehen kann. Und da kann er nur hoffen, dass da keine sind, wenn er da durch will. Endlich bei Echo angekommen und hier solltet ihr die Slams in diesem Mittelgang platzieren. Am besten an diesem Container auf dieser dunklen Schrift, vielleicht noch auf halber Höhe, denn die Fahrer gucken ja bei Minen erstmal auf den Boden und dann sollte das auch glatt gehen. Und da verschwinden wir auch schon wieder so langsam von Echo, aber noch ein Tipp. Hier in diesem Lagerhaus platziert ihr die Slams hinter diesem Treppenaufgang an der Wand, allerdings nicht auf halber Höhe. Am besten knapp über der Grasnarbe und ihr solltet schauen, dass die Slams nicht über diese Kante hinausragen, denn sonst können die von den Fahrzeugen gesehen werden. Ja, und dann hoffen wir einfach, dass ein Fahrzeug aus der Base kommt und dann hochgeht. Wenn ihr in die andere Richtung Fahrzeug erwartet, dann legt die Slams lieber auf die Treppenstufen und hofft dann, dass ein Fahrzeug reinfährt und schön explodiert. Charlie und Delta sind schon in Reichweite, allerdings richten wir unser Augenmerk nochmal auf diese Panzer hier in diesem Mittelgang. Hier können wir die Panzer ganz gut mit Minen bestücken, das ist ziemlich hinterhältig, denn die sieht man gar nicht. Hier sind die Minen gar nicht zu sehen, wenn das Fahrzeug hier lang will. Und dann kann ich euch noch zeigen, dass die Minen auch noch einen Explosionsradius haben, auch wenn sie da drinnen stecken. Man könnte sehr leicht, ja, Schaden nehmen. Einer meiner ersten Versuche, Slams zu platzieren, war hier unter diesen Rohren, kurz vor Echo. Ist kein besonders guter Platz, denn man könnte von hinten beschossen werden. Nochmal vielen Dank an den Panzerfahrer, der uns umgebracht hat und die Minen hoch hat gehen lassen. Jetzt können wir diese hier in diesem Loch platzieren und ich sag's ja, hier können die Fahrzeuge nicht drüber schauen und gehen dann hoch, weil sie hier dann doch durchfahren müssen.
Jetzt sind wir neben Delta an diesen Gleisen angelangt und hier platzierte die Slams übereinander, alle übereinander, an diesem Stromkasten. Und ja, ich muss schon sagen, ich bin schon ein fieses Schwein, wie ich die Dinger platziere. Sehr, sehr gemein. Wenn die hier langfahren und rüber zur Ecke wollen, dann denken die gar nicht, dass an diesem Stromkasten, der doch so harmlos aussieht, was sein könnte, und gehen dann hoch. Und wir sind wieder mal im Schatten, neben Charlie, neben dem Gebäude. Hier platzieren wir die auch wieder gut nebeneinander. Hier wären wir schon beschossen. Die Fahrzeuge fahren hier gerne drumherum und wenn sie nicht gerade die Minen spotten, dann haben sie keine Chance und werden wohl in den Himmel gehen. Auch wieder eine richtig fiese Stelle bei Charlie in dieser Werkstatt unten in diesem Gang. Platzierte diese knapp an dem Träger. Und hier oben sehen wir bei Charlie, dass die Slams nicht zu sehen sind, wenn die Slams nicht gerade gespottet werden oder hochgejagt werden, wenn ein Panzer hier reinschießt, wenn natürlich ein Gegner seinen Kopf da rausstecken muss. Das gilt jetzt für alle Zufahrten zu Charlie Delta in diese Lagerhäuser rein, direkt neben dem Träger, wo die Einfahrt ist, schön weit unten platzieren, hier ist es dunkel, wenn sie hier reinfahren, natürlich auf der jeweiligen Seite, dann knallt es schon mal heftig. Was schon bei dem Container bei Echo funktioniert, gilt natürlich auch hier vor Delta an dem Container und überhaupt an allen Containern. Geht wieder nah ran an den Container, auf halber Höhe, die Slams genau auf der Schrift platzieren. Da wird sich der Fahrer nichts bei denken, fährt vorbei, wenn er nicht gerade zu weit weggeht, denn wir sehen hier, dass ein ziemlich großer Abstand ist zwischen der Fahrspur und den Slams bzw. dem Container. Jetzt geht's so langsam zur Bravo, auch hier rechts im Wald können wir die Slams wieder im Schatten platzieren, am besten noch auf dieser Fahrspur, denn komischerweise fahren die ganzen Fahrzeuge immer gerne auf den Wegen entlang und nicht abseits und von daher ist es eine sehr gern gesehene Route und da können wir dann hoffen und hier werden sicherlich einige Fahrzeuge reinfahren. Und jetzt sind wir ganz knapp vor Bravo und natürlich auch hier im Wald habe ich noch eine andere Option. Wenn die Bäume sehr nah an dem Weg stehen, platziert die Slams direkt am Baumstamm natürlich wieder so weit unten wie es geht. Und dann, wenn der Baum eben wie gesagt nah genug dran steht, können die Fahrzeuge dran vorbeifahren und die Minen mit auslösen. Hier sind wir an der Zufahrt von der Base zu Bravo, neben Alpha. Und hier platzieren wir die Slams wieder im Schatten. Ist zwar etwas sehr nah an der Base, aber es heißt nicht umsonst Augen auf und spotten. Aber die Leute, die da rausfahren, vernachlässigen das schon mal gerne. Und dann ist natürlich kein guter Start ins Feld. Was auch wieder ein guter Platz ist, ist hier direkt bei Bravo an dieser Zufahrt von der Hauptstraße dieser Map, die auch zur Base führt. Platziert die Slams wieder direkt am Pfeiler, dann sieht man die von dieser Seite nicht. Ihr denkt euch über diesen blauen Punkt weg und dann fährt das Fahrzeug hier dran vorbei und dann macht's Kaboom und das Fahrzeug ist hin. Auch ein toller Fleck für mehrere Slams ist hier in diesem Rest von einem Betonsockel. Die Slams wieder ganz unten platzieren, auch so weit wie es geht zur Straße, allerdings nicht drüber hinausragen lassen und oh, wer hat sich denn hier eingebuddelt? Dann sollte das auch klar gehen. Wenn die Fahrzeuge allerdings nicht zu weit weg von diesem Sockel fahren, das kann schon gerne mal passieren, denn der Durchgang ist ziemlich breit, aber meistens gehen mir die Fahrzeuge dann doch in die Slams rein. Mittlerweile sind wir auch am Ende unserer Slam-Reise angekommen. Jetzt sind wir hier bei Alpha und hier können wir die Slams wieder auf dem Weg im Schatten platzieren. Schlecht zu sehen und im besten Fall fährt dann wieder einer hoch, nichts ahnend, ohne zu spotten und dann geht's aber richtig rund. Was sich für Slams bei Alpha natürlich auch noch anbietet, ist dieser Stein hier, der neben dieser Auffahrt steht oder besser gesagt liegt. Da könnt ihr die Slams wieder auf der abgewandten Seite platzieren, allerdings ist der Abstand zum Weg ziemlich groß, aber es gehen doch ab und zu mal ein paar Fahrzeuge rein, die dann diese Slams mitnehmen. Noch etwas ganz Spezielles in Sachen Slams, ihr könnt diese auch auf Dächern platzieren, wo Helis gerne mal Sniper absetzen, ist natürlich eine gewisse Portion Glück mit im Spiel, wenn das klappen sollte. Die sind hier nicht gut zu sehen und ansonsten könnt ihr noch mit Teilen nachhelfen, wenn die gerade so gut liegen. Komm schon. Na, wirst du. Super. So, dann sind die noch besser getarnt und wenn die gerade kein Soldat entdeckt und hochjagen sollte, nimmt sie vielleicht ein Heli mit. Die Slams müssen nicht unbedingt auf die Fahrzeuge warten, wir können die Fahrzeuge auch mit Slams bestücken. Dazu darf euch das Fahrzeug allerdings nicht sehen und die Slams haften am Fahrzeug und gehen erst dann hoch, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ist. Wenn es aber nicht reichen sollte, habt ihr bestenfalls immer noch einen Raketenwerfer dabei und könnt dem Fahrzeug auch den Rest mitgeben. Und tschüss! Und Schluss mit den Slams, jetzt geht's mit den guten Claymores weiter. Diese platziert ihr am besten wie hier bei Foxtrot zwischen Containern und allgemein zwischen Containern, eine sehr gute Wahl, wenn hier Personen Schutz suchen.
und hier durchrennen wollen, dann rennen sie rein und natürlich auch in die Claymore und dann heißt natürlich goodbye. Auf diesen Funkturm bei Foxtrot könnt ihr natürlich auch Claymores platzieren, hier steht ja schon eine. Diese wieder auf der Treppe, am besten noch im Dunkeln platzieren. Wenn hier nämlich jemand hochrennen sollte, ist er ganz unachtsam und sieht die Claymores nicht. Oder wenn ihr euch da oben verteidigen wollt, dann könnt ihr hier eine Claymore aufstellen und ihr werdet diesen Hitmarker sehen. Und dann wisst ihr auch, hier kommt gerade einer hoch oder vielleicht regnet sogar einen Tod. In diesen Waggons bei Echo werden sich gerne Leute verstecken, um sich einfach Schutz zu suchen oder die Flagge einzunehmen. Und mit einem beherzten Sprung in den Waggon springen diese auch beherzt in die Claymore hinein. Gleiches Prinzip wie bei den Waggons hier in diesem Häuschen. Wenn die Flagge eingenommen werden soll oder Schutz gesucht wird, wird einfach nicht drauf geachtet und man wird direkt von der Claymore in den Tod verfrachtet. So langsam geht es auch wieder rüber zu Charlie oder Delta, aber hier noch in den Waggons, ne besser gesagt zwischen den Containern, kann wieder eine Claymore platziert werden und die Leute rennen hier durch, weil sie die Claymore schlecht sehen, rennen sie hinein und das war's dann auch schon wieder. Hier gehen mir sehr viele in die Claymore rein, deswegen absolut zu empfehlen. Von mir eine sehr geliebte Position für eine Claymore ist hier zwischen Echo und Delta, bei diesem Panzer in diesem kleinen Durchgang, wo auch ein Baum steht und noch ein Gebüsch. Hier ist die Sicht sehr, sehr schlecht und ihr wird schnell mal durchgerannt, wenn es auf dem Weg zu Delta oder Echo geht. Und da gehen mir wirklich sehr viele in die Fänge meiner Claymore und von daher einer meiner Top-Plätze. Und da kommen wir auch schon zum nächsten absoluten Top-Standort für eine Claymore. Das ist hier bei Delta an diesen Stampfern, dazu die Leiter rauf, Claymore raus und diese platziert ihr dann direkt an diesem Aufgang vor der Leiter. Die meisten Leute, die auf diese Stampfer wollen, nehmen diese Leiter. Ich gehe nochmal runter, um euch das zu demonstrieren. Wir können auch nochmal hochschauen. Die Claymore ist gar nicht gut zu sehen und vor allen Dingen gucken die meisten gar nicht hoch, dass sie diese ja, sehr schlecht zu sehenden Drähte überhaupt erkennen können. Rennen hoch, sind oben und das war's auch schon, denn sie fallen direkt wieder runter. Das Gebiet um Delta ist wirklich ein Paradies für Claymores. Hier ein weiterer Punkt an diesen Regalen, natürlich bei Delta drin. Platziert ihr die Claymore so, dass sie direkt auf die Regale zeigen und dann ihre Drähte versprühen. Und hier rennen unglaublich viele rein, weil sie gar nicht drauf achten und überhaupt nicht vermuten, dass da eine Claymore stehen könnte. Und da haben sich auch schon viele drüber aufgeregt, dass sie an dieser Stelle immer wieder gestorben sind. Und da können wir auch gleich direkt die Claymore wieder mitnehmen, denn wir haben hier drüben in diesem, ja, schwarzen Balken von einem Schatten noch die Möglichkeit, die Claymore aufzustellen. Wir können natürlich bestenfalls drei Claymores mitnehmen. Auch hier rennen wieder viele rein, weil die Claymore im Schatten steht. Und das war's dann wieder. Ja, und das bringt euch viele Punkte. Und nun geht es auch schon wieder rüber zu Bravo und mal was anderes probieren. Nicht die Claymores nur indoor platzieren, sondern mal etwas wagen und die Claymore hier draußen im Wald auftragen. Hier können wir die Claymore einfach mal in den Schatten stellen und die Leute werden gar nicht dran denken, dass hier draußen nicht im Haus eine Claymore steht. Das auch gut ist, die Claymore versprüht ihre Drähte wieder sehr knapp über dem Boden und das auch etwas weitläufig und von daher ist eine gute Gelegenheit, hier ein paar Kills zu sammeln. Bei Bravo gibt es natürlich wieder sehr viele Treppen in diesen drei Häusern und da platziert ihr die Claymores am besten auf die erste Stufe mit den Drähten nach oben. Hier ist es schön dunkel, die Leute rennen unachtsam die Treppe hoch und dann, ja, war's das mal wieder mit dem Leben. Was mit allen Treppen, die im Dunkeln stehen, funktioniert, geht natürlich auch hier bei Alpha. Hier die Claymore wieder am Fuße der Treppe platzieren, hier ist es schön dunkel, hier sind sie gar nicht zu sehen. Das geht nicht nur hier links, das geht auch drüben in diesem größeren Raum von Alpha. Da könnt ihr die Claymore auch wieder unten platzieren und ab und zu rennt hier mal einer runter, um nachzuschauen, ob hier noch einer ist. Und dann war's das mal wieder mit dem Leben. Natürlich ein ungewöhnlicher Standort für eine Claymore, allerdings umso überraschender für einen Gegner, der sich hier vielleicht unter diesen Baum legen will, um dann rüber zu snipern. Platziert ihr einfach mal draußen und schaut doch mal, was passiert. Die Anti-Air-Minen möchte ich natürlich zumindest mal erwähnen, allerdings gefallen mir diese nicht sehr. Dafür muss man seinen Raketenwerfer zu Hause lassen. Die Dinge machen nicht viel Schaden und sind extrem groß und daher leicht zu sehen. Allerdings hier bei Foxtrot machen die sich ganz gut. Wenn hier ein Heli ankommt, der die Flagge einnehmen will, könnt ihr diese auf diesem Weltdach platzieren. Etwas, ja, versetzt platzieren, so dass die in verschiedene Richtungen zeigen, denn die Dinger können sich nicht gut drehen. Und dann könnte es schon mal ein Heli bei drauf gehen, allerdings habe ich damit noch nicht viele Kills gemacht. Es hat natürlich einen ganz speziellen Grund, dass ihr die Slams von der vom Fahrzeug abgewandten Seite platzieren sollt. Natürlich nicht nur, weil das Fahrzeug so die Minen nicht sehen kann, es gibt auch eine spezielle Sicht, die ich hier mal einschalten werde. Hier haben wir jetzt noch keine Slam gesehen und wenn wir mal auf die andere Seite fahren und etwas einlenken, werden wir sehen, es gibt eine leichte Verfärbung da, wo die Slams sind und das macht es für die Panzerfahrer dann einfach. Deswegen immer auf der abgewandten Seite platzieren.
Und da sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Und dazu sei noch gesagt, Minen an Türen, Treppen, Leitern oder Containern sollen nicht nur an den gezeigten Stellen gut sein, sondern ihr könnt es auch mal ausprobieren, wie sie an anderen Stellen wirken. Und was auch noch gesagt sei, diese Stellen, die ich gezeigt habe, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Es kann ja sein, dass einer von euch da gar nicht gut mit zurechtkommt. Und deswegen schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr diese Stellen findet, die ich hier gezeigt habe. Oder schreibt mir einfach Stellen auf, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Das würde ich natürlich sehr gerne wissen und würde ich auch gerne mal ausprobieren wollen. Und ehe jetzt schon Gedanken aufkommen wie, ey, du Minencamper, möchte ich noch sagen, das Video ist nicht nur für die, die gerne Minen aufstellen und schauen, wer ihnen da wo in die Falle geht, sondern ist auch präventiv für alle, also vorbeugend, die in Fahrzeugen unterwegs sind oder die sich gerne Minen hingezogen fühlen, um zu schauen, ja, da müsste ich aufpassen, dann kann ich es vermeiden, dass ich da drauf gehe. Und demnach haben alle Seiten was von meinem Video. Und dazu ist auch noch gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, dann kann ihr schon mal die Tendenz sehen, wie euch das Video gefallen hat, wie es bei euch angekommen ist. Schreibt mir was in die Kommentare, was hat euch zum Beispiel gar nicht an diesem Video gefallen oder meiner Reihe, was kann ich da einfach besser machen? Oder kennt ihr, was ich oben schon angesprochen habe, noch Hotspots, die ich auch gerne mal ausprobieren möchte? Dann schreibt es in die Kommentare, auch wie euch das Video im Allgemeinen gefallen hat, eure Meinung dazu. Lasst mir auch ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Ausgabe mehr von Minen-Hotspots oder sonstige Formate, die ich schon auf meinem Kanal in Planung habe. Also seid einfach gespannt und das soll es erstmal wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, haut rein und das auf 96!